Willkommen zurück zu TOTK. Heute machen wir Bosse weiter. Und ich glaube, es fehlen gar nicht mal mehr viele. Im Untergrund dürften wir jetzt wirklich endgültig, im Untergrund sind wir wirklich endgültig fertig. Der dürfte generell fast zu 100% fertig sein, weil im Untergrund gibt es keine Crocs. Alle Wurzeln haben wir schon längst. Boss haben wir jetzt auch alle gemacht. Alle Truhen haben wir auch. Also alle Schatztruhen, alle Abgründe haben wir sowieso schon länger. Orte vielleicht noch. Vielleicht gibt es noch ein paar Orte, die ich noch nicht entdeckt habe. Aber ansonsten dürfen wir mit dem Untergrund eigentlich fertig sein. Wir müssen noch Bosse machen, ja? Das hier sind Brunnen. Die Markierungen hier sind Brunnen. Erkennt man doch eigentlich ganz gut immer. Es fehlen nur noch ein paar Bosse, die hier markiert sind. Zum Beispiel die Markierung. Oder wo haben wir noch welche? Irgendwo sind noch welche auf jeden Fall. Die paar Bosse würde ich heute auf jeden Fall ganz gerne fertig machen. Für euch hat sich nicht viel geändert. Ich glaube, die Parts kamen jetzt alle relativ regelmäßig. Der letzte müsste erst vor ein paar Tagen gekommen sein. Aber tatsächlich spiele ich jetzt gerade am 5. Januar und das letzte war, glaube ich, am 3. Dezember. Ich habe einfach seit über einem Monat nicht gespielt und es hat mir ein bisschen wehgetan. Ich habe natürlich Challenges gemacht für den Hauptkanal, aber nicht für diesen wunderschönen Kanal hier oder am 100%-Account weitergemacht. Und das wird sich jetzt ändern. Wir machen jetzt endlich weiter. Und zwar erstmal hier drüben. Ist das so geil? Wir machen von. Ne, vom Dorf da auch nicht auskommen. Da drüben machen wir weiter. Übrigens auch nochmal wegen der Randomizer, weil ich ja angesprochen hatte, dass Tulin schneller geflogen ist. Ich habe mit Waiko geschrieben, oder Waiko hat im Nachhinein mir das nochmal erklärt, weil er es im Stream mitgekriegt hat. Tatsächlich hat er einfach für den Randomizer die Abilities verbessert. Also, Tulin ist schneller beim Angreifen, oder generell alle Reckenfähigkeiten regenerieren sich schneller. Ach, das ist ein Stalinox, lol. Gutes Timing. Auch, dass sie mehr Schaden machen, ist neu. Eine ziemlich nice Änderung eigentlich. Und auch gerade für die Randomizer gar nicht mal so verkehrt. Digga, 127er Peitsche? Das sind wieder die falschen Vorschaubilder. Ach du Scheiße, ey. Das sind wieder die falschen Vorschaubilder. Mann. So, mein Lieben, ihr müsst jetzt nicht mehr angreifen. Das bringt nichts mehr. Wir müssen nur noch sein Auge treffen. Ich habe irgendwie getroffen anscheinend. Keine Ahnung wie. Und das war's. Tschüssi. Dann machen wir natürlich den hier drüben, den Bruder. Das ist echt super wenig nur noch, ne? Das ist echt nur noch super wenig. Ich denke, das ist von hier aus am sinnvollsten. Oh mein Gott. Ich hab nicht nachgedacht. Danke, lieber Boxschild, aber ich habe nicht nachgedacht, es war ziemlich dumm. Ich weiß, ich muss ihn überhaupt nicht besiegen, aber ich habe einfach Bock drauf. Ja, es ist einfach ein Leune. Wenn ich einen Leune sehe, muss ich ihn töten. Mal so ganz nebenbei, ja? Ups. Was denkst du, wann hast du die 100%? Ich denke mal, ein, zwei Streams oder vielleicht sogar in dem Stream noch, in dem wir alle Crocs machen. Weil es sind fast nur noch Crocs tatsächlich. Es sind fast nur noch Crocs. Ja, komm rein da. Und dann noch alle Outfits auf 4 Sterne. Stimmt, das habe ich vergessen. Ja, das habe ich tatsächlich vergessen und das wird auch nicht einfach. Okay, aber deswegen sind wir eigentlich nicht hier. Wir wollten zu Gelb gehen. Und ich denke mal, es wird ein Glassyrock sein. Wird sich hier am besten anbieten wahrscheinlich. Ja, ist ein Glassyrock, hab recht gehabt. Schneider hat immer recht. Eine Sache würde ich ganz gerne testen, aber. Und zwar. Achtung, jetzt. Das würde mich echt ganz gerne interessieren eigentlich, weil das hat ja Zertrümmerbonus. Macht es jetzt hier auch mehr Schaden? Nee, tatsächlich nicht, ne? Liegt da vielleicht auch an was anderem. So. Vielleicht war da auch eine Waffe dran gefused ist. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Silberleune-Lanze. Digga, so schaut das nicht aus, Alter. So schaut das nicht aus hier auf dem Vorschaubild. Zack, 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 zack. Locker. Auf Lock, Alter. Dann sind es nur noch ein paar andere Markierungen. Einmal das hier. Springen wir von oben einfach runter. Das ist, denke ich, am einfachsten. Ich weiß sogar, das ist ein Ivarok. Ein ganz normaler Ivarok. Hallo, hier bin ich wieder. Boah, das ist eine Miasma-Lanze. Auch du Scheiße. Machen wir das? Machen wir, oder? Oh mein Gott, Digga. WTF. Das hat mir ein bisschen leid getan sogar. Das hat mir fast ein bisschen leid getan, ehrlich gesagt. Junge, ETF. Ey, die sind so gestört, ne? Die sind doch so gestört, diese Lanzen. Okay, weiter geht's. Hier vorne ist noch eine Markierung. Oh Gott. Digga, das ist ja mitten im Nichts einfach. Bruder, warum ist hier denn nichts? Warum ist hier keine Himmelsinsel in dem Gebiet? Was soll das denn? Ja, okay, cool. Wie kommen wir da hin? ETF. Ah, wir gehen erst auf den Weg zum Croc. Nimm den noch schnell mit. Los geht's. Digga, sieht das hier versteckt cool aus mit diesem Effekt. Also ich hab wieder so ein stimmt auch an YouTube hier, das wisst ihr noch gar nicht. Ich hab letztens ein, was war das denn? Ist kein Reshade, glaube ich, aber es ist irgendwie ein Clarity Preset. An die nicht wissen, was es ist, es nimmt einfach den Nebel raus im Prinzip. Man sieht ja, es ist deutlich weniger Nebel und alles sieht ein bisschen crispier aus, ne? Habe ich auch letztens geändert, finde ich sieht besser aus. Ich würde so gerne BOTW zum ersten Mal spielen. Ach, wie zum ersten Mal? Ja, quasi so nochmal wie beim ersten Mal spielen. Same. Wobei TOTK auch eine unglaublich schöne Erfahrung war. Ich würde vor allem gerne mal TOTK spielen, ohne BOTW gespielt zu haben. Das ist, glaube ich, auch sehr interessant. Das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. Weil man ja so vieles nicht versteht, aber hat dafür andere Dinge halt so zum ersten Mal entdeckt, ne? Wenn ich so meinen Vaters Helden sehe, will ich nicht nochmal wie beim ersten Mal spielen. Okay, das ist auch ein Punkt natürlich, ne? Ja klar, am Anfang ist man halt noch super schlecht, so. Weiß ich auch gar nicht mehr. Ich hätte so gerne mein allererstes Gameplay von BOTW irgendwie auf Video oder sowas. Das wäre so interessant wahrscheinlich heute. Ich weiß noch so ein paar Kleinigkeiten. Ich weiß noch, ich war am 3. März, also als das Spiel rausgekommen ist, mit der Switch und ich der glücklichste Mensch der Welt war. Am Release-Tag. Ja, am Release-Tag einfach. Ups. Scheiße. Am Release-Tag direkt im Kolosseum war und gegen meinen ersten neuen kläglich versagt habe. So, wo möchte der Atze hin?
Kann ich dich auch fliegen? Komm, ich flieg dich einfach. Nach unten. Okay. Na gut. Digga, ist der weit weg. Du Hund, Alter. Was machst du denn da hinten? Ja, TOTK Eisberg wird kommen. Aber gebt mir da noch ein bisschen Zeit für. Und so viele Fakten gibt es auch noch nicht. Sehr schön. Komm her, komm her, komm her. Ja, ja, ja. Ihr seid wieder vereint. Wunderbar. Das ist so bitter, Alter. Wie ich die voneinander trenne. Das ist so bösartig, wirklich. Wo ist mein Hoverbike? Hier hinten. Hallo. Haben, haben, haben. Elektrofrüchte auch haben. Soll jetzt nur noch da hochfliegen, ja? Da, ganz oben drauf. Digga, das ist so ein nerviger Ort da oben. BOTW zu 100%. Zweimal gemacht, ja. Zweimal gemacht. Ah, hier ist ein Glassirock, lol. Hier ist ein Glassirock. Digga, ist viel zu hell. Ist viel zu hell, man erkennt einfach kaum was. Boah, damn, Junge. Zack, zack. Oh, er ist zerbrochen. Schade. Der hat Spaß gemacht, ich mochte den. Dann haben wir jetzt noch zwei Markierungen offen aktuell. Ne, hier nicht. Hier auch noch hinten, okay. Erstmal das hier oben. Boah, Alter. Das ist aber auch echt ein Krampf, ne? Das ist aber auch echt ein Krampf, wirklich. So, mein lieber Krog-Freund. Yeah. Wo willst du hin? Komm. Wir bauen dich schnell ein Hoverbike. Scheiß drauf. Ist halt dumm, dass ich genau in die falsche Richtung fahre, aber es ist fuck it, komm. Machen wir schnell. Machen wir schnell. Da kann ich den da oben vielleicht sogar auch noch mitnehmen. Warum liegt hier eine Truhe? Das ist so mega random einfach. Hä, WTF? Warum liegt hier eine Truhe? Danke, okay, cool. WTF. Mega strange. Dann einmal mit dem Hoverbike bitte wieder zurückfahren. Fliegen natürlich, meine ich. Und zwar einmal durch die Dolbran-Ruinen oder... Das lohnt sich eigentlich nicht, ne? Eigentlich lohnt sich nicht, wenn wir ehrlich sind. Wir ballern einfach mal kurz da unten rein. Das macht doch Spaß, oder? Komm, 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 Junibo, komm. Krieg ich die Kurve noch? Krieg ich die Kurve noch? Ich krieg die Kurve noch. Sehr schön. Ah, lol, hier. Hallo. Hallo, lieber Ivarok. Machen wir mit Miasma-Schwert? Ne, wir machen mit Klinge, komm. Wir machen mit irgendeiner Lanze. Seltener Ivarok-Bohrer, komm. Ich sag ehrlich, auf einem Ivarok zu klettern fühlt sich nie richtig an. Das ist immer so irgendwie... Ja, ist nicht ganz wie intended irgendwie. Zack, zack, zack. Oh, scheiße. Komm, mach mal so. Kriegen wir das hin? Komm. Das kriegen wir hin, oder? Scheiß drauf. Ist in Ordnung, dann halt nicht. Wo hab ich jetzt noch welche markiert? Ich muss den hier noch machen, den Bruder. Dann muss ich... es wird schon dünn, ne? Es wird schon echt dünn langsam. Es sind echt wenige Bosse. Hier ist noch einer. Haha. So. Hier ist auch noch einer. Klar. Klare Sache. Klar wie Soßbrühe. Hier ist auch noch einer. Jetzt sind echt nur noch die fünf. Haben wir es denn wirklich geschafft? Zum zweiten Mal. Hoffentlich diesmal wirklich. Das wäre ja so schön, Alter. Das wäre doch so schön. Direkt erstmal vom Todesberg hier runter. Das geht... Nee. Geht das schneller? Ja, doch. Geht wahrscheinlich ein Ticken schneller. Auf geht's. Und das ist ein Krog. Den nehme ich aber erst schnell mit. Den kann ich mir durchaus mitnehmen, oder? Alter, das möchte ich mir dann doch mal generisieren hier. Erst denken, Schneile, erst denken, okay? Was macht Schneile? Nicht denken. Okay, stopp, stopp, stopp. Noch da nachdenken, nachdenken. Nein, nicht richtig. Jetzt hab ich's, ne? Hab ich's? Ah, let's go. Die sind echt ein bisschen Krampf irgendwie. Die sind wirklich ein bisschen Krampf. Zack, zack, zack. Zack. Wunderbar. Zack, zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. Zack. Yes, okay. So, hier rüberfliegen zu blau. Wir haben es echt fast geschafft, guys. Wir haben es fast geschafft. Es ist zum Greifen nah. Es ist zum Greifen nah, ja. Leuchtender Ivarok-Hammer? Hm, das klingt gut. Boah, what the fuck? Bruder, wie ich den schlachte, Alter. Wie ich den schlachte. Halleluja. Tschüss, Biverock. War nett mit dir auf jeden Fall. Es sind nur noch die drei, drei Markierungen sind es noch, okay. Dann haben wir einmal die zwei hier, die Atzen. Da kann ich von der Drachenkopfinsel runterfliegen. Das ist, glaube ich, echt am schlausten. Nee, wait, hä? Ja, komm, lass von hier aus machen. Lass von hier aus machen. Was haben wir hier vorne? Ivarok? Ich hätte safe gedacht, dass hier ein Ivarok sein wird. Das sind zwei Händler, ne? Ja, das ist ja eher genau das Sanchi-Langschwert. Ist das das Sanchi-Langschwert? Nein, das ist es nicht. Scheiß drauf. Komm, den krieg ich, bevor er angreift. Bevor er angreift. So schaut's aus. Perfekt. Perfekt, Alter. Ich dachte, du hast schon 100%. Nein, nicht mal ansatzweise. Um genau zu sein, habe ich 70,94%. Das ist nicht 100. Das ist ein ganzes Stück weniger als 100, um genau zu sein. Wir fliegen von oben einfach runter. Scheiß drauf. So, was haben wir hier vorne? Einen schon wieder schwarzen Hinox. Okay, schade. Hat nichts. Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht auf jeden Fall. Digga, wie er ausrastet. Junge, wie er ausrastet. Der ist richtig sauer. Er ist aber richtig mad gerade. Er ist mad, ähnlich wie dieser Wii Sports Boxmeister. So mad ist er sogar. Und ich glaube, damit stellen wir uns jetzt echt unserem letzten. Ist es der letzte? Ich kann es kaum glauben. Es ist schwer zu glauben, tatsächlich. Wir prüfen mal ganz genau. Nicht, dass ich jetzt irgendwie einen epischen Fehlschlag habe.
Aber ich glaube tatsächlich, das dürfte es dann gewesen sein. Dann haben wir alle Bosse. Wir haben alle Bosse. Weil im Himmel sind sowieso schon seit Ewigkeiten keine mehr. Und im Untergrund auch nicht. Gänsevorhaut bei diesem Moment. Gänsevorhaut. So, wir springen. Ah, nervig. Boah, ist schon ja so schwer zu erreichen, ne? Vom Himmel. Nee, wir laufen durch Kakarik. Nee. Doch. Wir nehmen schnell den Brunnen noch mit. So, wo ist hier vorne ein Brunnen? In Kakariko ist ein Brunnen. Das wusste ich irgendwie nicht bis eben gerade. Ah, doch, lol. Ja, klar, kenne ich sogar. Oh, das scheint. Oh mein Gott, das scheint wieder ein großer Brunnen zu sein. Das ist sehr cool. Oh, das ist so nice. Auch so eine simple Idee eigentlich, ne? Einfach einen Brunnen halt so auszubauen. Hätten sie den BOTW halt auch schon echt easy machen können. Gab es ja auch schon Ocarina of Time, ne? Einen Brunnen, auch in Kakariko, witzigerweise. Warum sind hier Äpfel? Warum sind hier unten Äpfel? Was soll das alles bedeuten? Das ist irgendwie. Kennt man hier irgendwas? An den Wandmalerei. Ich kenne nicht wirklich was, ne? Ist schwer zu deuten, aber voll interessant. Hier ist noch ein Apfel, ne? Ah, hier geht's noch weiter, lol. Hier geht's auch noch weiter. Bro, what? Wo bin ich denn hier gelandet? Ach du Scheiße. Hey, geil. Auch voll schön sowas. Ich liebe sowas einfach. Abgenutztes Tagebuch lesen. Komm, mach mal kurz. Ein geliebter Mann opfert sich immer für alle anderen auf. Seit er in Impas Haus tätig ist, arbeitet er noch fleißiger als vorher. Er soll mir lange gesund bleiben. Darum habe ich mich sehr gefreut, als mein Abwehrfleischkürbis so gut ankam. What? Ein Rüstungskürbisfleisch. War schnell zubereitet und schmeckte ihm so gut, dass er mehrfach Nachschlag wollte. Digga, ich mache immer noch Minicut gerade. Ich bin aktuell auf irgendwie 1500 Kalorien am Tag. Ich habe so Hunger, ne? Okay, okay. Butterapfel, Äpfel und Ziegenbutter. Einfach, okay, mach mal, komm mal kurz nach, würde ich sagen, ne? Butterapfel. Interessant. Abwehrfleischkürbis. Ah, ist Blutmond? Ist irgendwie nachts Blutmond oder warum kam gerade zweimal Dings Lucky kochen hintereinander? Nee, war einfach Glück. Okay, entspannt. Erstmal den ganzen Scheiß hier klauen. Tschüss, bin auch wieder weg. So, Neidra kommt mir gerade entgegen. Auch sehr süß, aber kein Interesse leider. Ich sag, es ist ein Hinox, ja? Ich sag immer noch, es ist ein Hinox. Wahrscheinlich sogar ein schwarzer. Ich sag, es ist ein schwarzer Hinox, dem wir jetzt begegnen werden. Komm. Gönn. Sieht nicht gut aus, oder? Es ist ein Stahl-Hinox. Ah, super. Natürlich sind wir jetzt genau ein paar Stunden zu spät. Es ist doch so typisch, ne? Es ist doch so typisch einfach. Das ist ja so typisch. Oh mein Gott. Da vorne haben wir... Oh, hallo Zelda. Spoiler. Oh, natürlich ein Stahl-Hinox. Danke jetzt am Schluss, ne? Aber es war so klar. Es war so klar einfach. Ist egal. Gut, dann lassen wir kurz Nacht werden, würde ich sagen. Aber wir gehen noch kurz nach Kakariko zurück, weil ich meine, ich muss eh noch mal kurz warten, Zeit vergehen lassen. Und kann ich Neidra doch noch mal mitnehmen, weil Neidra ist schon wichtig so. Digga, kann sein, dass Neidra noch ein bisschen braucht irgendwie. Hier war auch cool. Hier war ein BOTW der Schrein, wo dann dieser eine Dude sich in den Jäger verwandelt hat. Das war auch wild. Wo ist Neidra schon wieder? Ich habe ihn schon wieder verloren, Digga. Wie kann man so einen riesigen Drachen, so schnell aus den Augen verlieren? Passt schon, safe zu hoch. Ist safe zu hoch, leider. Okay, komm. Junobo, mach dich ab, komm. Hallo, willkommen zurück. Oh, verdammt. Jetzt mal dringend nach oben ziehen. Treffe ich, ich will Neidra eigentlich gar nicht treffen. Ich brauche ja irgendwie was Wichtiges. Ich brauche ein wichtiges Piece. Ich beeil mich lieber ein bisschen. Sehr schön, wir haben ja Neidra-Horn wieder. Ist immer wieder schön. Ist sogar das zweite, was ich gerade habe. Oh, okay, cool. Wir sammeln die ganzen Steine. Ganz entspannt, wir sammeln die ganzen Steine. Okay, wunderbar. Dann können wir jetzt das rüber teleportieren und dann endlich, Digga. Komm her, du Hund, Alter. Das wird dein Untergang sein. Los. Zack. Komm. Das war's mit dir. Tschüss. Scheiße. Tschüss. Jetzt. Yes. Wunderbar. Alter, ich glaube, wir haben es soeben geschafft. Jetzt waren wir alle. Boss abgeschlossen. Ich kann es kaum glauben, Junge. Ich kann das wirklich kaum glauben. Das war ein siegreicher Moment. Und damit gehen wir jetzt ganz gediegen zum Spähposten zurück. Hallo, Meister. Bist du jetzt zufrieden? Bist du jetzt zufrieden? Über große Monster. Ivarok. Nein. Okay, ich habe wenigstens alle Hinoxe. Warum fehlen mir schon wieder noch 8 Ivaroks? Digga, was ist denn los? Was ist hier denn los? Ich habe die Hinox-Medaille. Mein Gott. Ist das ein Krampf, Junge? Okay, ganz kurz nochmal aufpassen. Ja, welche haben wir jetzt? Wir haben Hinox, Moldora und Ivarok gab es in BOTW schon. Genau, dann haben wir die drei wieder. Dann zusätzlich dazugekommen sind Griok, Gigama und Blockkonstrukt. Bro, warum fehlen mir denn noch 8? 8! Digga, was funktioniert mit dieser Seite nicht? Warum werden die Markierungen denn nicht richtig gesetzt? Ich war sicher, dass ich jetzt alle habe. Ach, come on! Okay, jetzt haben wir es wirklich, ja? Das sind jetzt die letzten... Digga, ich war hier doch schon! Willst du mich verarschen?
Als ob ich hier nicht schon war. Och, lecko mio, wirklich. Na gut, okay. Also Koks sind jetzt nicht mehr markiert, aber Brunnen sind jetzt markiert. Ja, Brunnen sind markiert. Und natürlich die restlichen 8 Ivaroks. Ich will nicht mehr. Alter, ich realisiere gerade, dass auch im Untergrund noch welche fehlen. Ich könnte so heulen, wirklich. Mein Gott, ich hab wieder Scheiße gelabert. Ich habe das so oft geprüft, ich schwör's euch, Jungs. Ich schwör's euch doch, Jungs. Aber irgendwie... was soll das denn? Irgendwie werden die doch wieder entmarkiert. Ich habe keine Ahnung, Mann. So, Tabanta Grenzland. Die zwei nehmen wir erstmal mit. Digga, zwei Parts mit alle Bosse beworben und beide sind eine Lüge. Es war nicht geplant, Digga. Es ist keine Absicht. Es tut mir wirklich leid. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Wunderbar. 7. 7 Ivaroks remaining, okay? Jetzt können wir zählen. Jetzt können wir zählen. Jetzt kann ich wirklich nicht mehr abgezogen werden, Alter. Jetzt kann ich wirklich nicht mehr abgezogen werden. So, weiter geht's zu Hellblau. Auf geht's. Hallo. Digga, wie kann man so verfehlen? Digga, warum wird man von Bivarocks immer so was krass wegkatapultiert? Das kann doch nicht sein. Was ist denn kaputt, Alter? Was ist denn kaputt bei euch hier? So, noch 6 Stück, ja? Ich will nicht mehr, Alter. Es sind sogar die Hälfte ist im Untergrund, Digga. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Also, weiter geht's. Digga, wie kann mir das passieren? Ich habe genau geprüft. Also, ich weiß, wie das ganze Konzept funktioniert. Ja, wenn man, glaube ich, zu viele Pins setzt, dann werden alte Pins überschrieben, so auf dieser Website. Aber ich habe nie 300 Pins gesetzt. Niemals. Deswegen ergibt es keinen Sinn, dass irgendwelche Ivaroks entmarkiert wurden, weil ich habe die 100%ig mal markiert gehabt. Oh, man, dieses Fuchsteufels-Rillt, Alter. Hm, was passiert, wenn wir ein Bombenfass auf einen Bivarok fallen lassen? Hm, finden wir es heraus. Hm. Oh, sein Arm ist weg. Das tut mir leid, Mann. Ich finde es so geil, wie einfach auf seinen Arsch fällt, ne? Sieht so funny aus irgendwie. Link! Danke. Wieder komplett durch die ganze Welt katapultiert, aber in Ordnung. Silberne Exa. What? Digga, das ist bei der ersten Geoglyphe. Das ist voll. Also voll der zugängliche Spot hier. Warum ist das sowas Wertvolles? WTF? Auf den habe ich übertrieben keinen Bock hier vorne. Also so übertrieben keinen Bock. Das ist echt der Wahnsinn, wie wenig Bock ich auf den habe. Wow. Das levelt sich auf. Oh, okay. Das wusste ich nicht, dass ich auch der Throninhalt anscheinend aufleveln kann, aber. Cool. Ihr glaubt gar nicht, wie ätzend so ein Minicut ist. Sonst wird halt so schön verkauft. Ah, wenn man gerade die ganze Zeit Massephase gemacht hat, dann mal wieder ein bisschen weniger essen. Ist eigentlich ganz angenehm. Nein, ist überhaupt nicht angenehm, Digga. Ich bin so ein Vielfraß. Ich heule. Ich heule gefühlt, wenn ich nicht 2.500 Kalorien mindestens am Tag esse. Vor allem in meiner Massephase waren es teilweise 4.500 Kalorien am Tag. Ich kann so viel fressen, wirklich. Ich liebe ein halbes Kilo Nudeln reinstopfen. Alter, es gibt nichts Geileres für mich, wirklich. Und dann so Diät machen und die ganze Zeit sich nur von Magerquark und Eiern ernähren. Das ist so, also Eier sind geil, aber Magerquark. Was hast du heute alles gegessen? 4 Eier, das war's. Also 4 Eier zum Frühstück, was halt immer mein Frühstück ist, nur ohne Brot. Jetzt in dem Fall. Warum ist der Quark mager? Weil ich den auch nach einem harten Tag verzehr. Das Magerquark-Dessert. Boah, von null auf, denke ich mal, ne? Was ist der Rekord für alle Grioks? Das ist eine gute Frage eigentlich. Ich denke mal so mit Griok-König. Digga. Also unter 5 Stunden kann ich mir schwer vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mir unter 5 Stunden ehrlich sehr schwer vorstellen. Also unironisch jetzt, ne? Player 5, eine Stunde, nein. Eine Stunde, nein, du verarscht mich. Also erstmal, warum hat das jemand, also Player 5, natürlich, Player 5 ist ein absoluter Freak. Vor allem, wie kann der denn in so vielen Games so gut sein? Das ist doch echt gruselig. Der ist doch auch der Dings, der Weltrekordhalter in, 64? Nee, der ist schon BOTW, glaube ich, ne? Schon BOTW. Alle Grioks in einer Stunde 16 besiegt. Ich wollte gerade fragen, hat er kein Leben? Aber ja, hat er nicht, ist okay, aber Bro, was? Das ist gestört. Der MTB8E sagt, hey Schneider, bist du bei Utopia wieder dabei? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Also sowas von will ich da am Start sein. Und dann werdet ihr hoffentlich alle schön unsere Klamotten tragen, ja? Ich sag ja nicht Merchandise, das ist ja kein Merchandise, das sind ja eigene Klamotten, muss man sagen. Das ist ja eine eigene Modemarke, ja? Das werden wieder manche hellhörig. Was? Modemarke? Was? Ja, geil. Modemarke. War ein Name? Wir haben den Namen schon, wir haben den Namen inzwischen fest. Auch wenn es einer der ersten Namen war, wir den erst verworfen hatten und gesagt hat, nee, weil, hat Probleme gemacht. Und dann habe ich überlegt und dann haben wir generell nochmal drüber nachgedacht und haben es dann doch nochmal ein bisschen geändert und dann gedacht, ja, komm, nehmen wir so. Das ist echt ironisch, wir hatten den Namen halt genau in der Version schon sehr früh eigentlich. Haben dann aber doch uns zu sehr reingekopft und haben dann irgendwie andere Dinge gesucht, aber dann war es nicht so geil alles und es klang nicht so gut. Deswegen sind wir jetzt doch bei einem der Ursprungsnamen gewesen tatsächlich. Ich habe generell, tatsächlich sind seit gestern, also zumindest Prototypen von den Designs fertig. Ja, wir haben uns eigentlich schon ziemlich genau festgelegt, welche Pieces in der ersten Kollektion erscheinen werden. Und die haben alle schon mal ein bisschen grob designt halt und sowas und uns Gedanken gemacht. Natürlich nicht alles, die fertigen Entwürfe und sowas. Und wir haben noch nicht den Schnitt, wir haben noch keine Klamotten, Samples gehabt und sowas. Also es dauert alles noch, nicht falsch verstehen. Aber wir haben zumindest schon mal die Designs fertig, wie wir uns die erste Kollektion vorstellen. Und es wird jetzt langsam sehr konkret auf jeden Fall.
das kann ich euch verraten. Das kann ich euch tatsächlich verraten. Hier, exklusive Infos, die ich noch nie gedroppt habe. Es wird 4 Pieces geben. Es wird 4 Pieces geben in der ersten Kollektion. Noch sehr basic. Wie gesagt, noch sehr basic. Es sei denn, wir werden noch irgendwie, also wir werden jetzt nochmal die Tage wahrscheinlich mit Hübi sprechen darüber, weil der uns da helfen möchte. Oder zumindest so Anfängertipps geben möchte. Es sei denn, es wäre ein ganz, ganz grober Fehler und er würde sagen so, nee, auf gar keinen Fall, macht auf jeden Fall das und das. Aber aktueller Plan, 4 Pieces zu machen. Welches Material? Was für Material? Da haben wir noch selbst, wir haben keine Samples bisher, wir haben da nichts Konkretes. Wir haben nur die Designs bisher gemacht, uns über das Image Gedanken gemacht und halt einen groben Schlachtplan überlegt. Aber die ganze Arbeit kommt jetzt eigentlich erst im Prinzip. So, der Bruder kühlt kurz ab. Hör auf zu liegen, stopp. Nein, ich höre schon auf, alles gut. Ich habe schon aufgehört. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ich kann nur so viel sagen, es müsste eigentlich echt für jeden was dabei sein. Also wirklich jetzt. Und ich weiß, das sagt man irgendwie so immer, aber uns gerade am Anfang noch wichtig, dass es echt so allgemeiner Stuff ist, der jedem einigermaßen gefällt. Jetzt vielleicht nicht die mega kreativsten Pieces, so muss man sagen. Scheiße, bitte nicht töten. Oh mein Gott, aua. Aber sowas, was halt im Prinzip jeder tragen kann und was jeder halt so im Kleiderschrank hat, so. Damit halt erstmal natürlich alle was haben, wo sie nicht sagen, ah, das ist mir irgendwie zu abgespaced oder keine Ahnung was. Sondern generell einfach, okay, sieht nice aus, aber simpel. Ist relativ schlicht natürlich am Anfang noch. Ist auch keine untypische Herangehensweise natürlich, ne? Weg mit dir. Digga, warum friere ich denn andauernd ein hier, mein Gott? Der Five hat auch vor 13 Tagen Weltrekord gemacht und den, was? Und einen Tag später ohne Abibus geknackt. Digga, was ist mit Player 5 los? Der lässt es alles so leicht aussehen, ne? Der lässt es alles so leicht aussehen, das ist wirklich der Wahnsinn. Ne, bei den Crocs mache ich nicht mehrere Parts. Das wird schön ein saftiges Video. Sag ich euch ganz ehrlich, ich mache wie gesagt diesen Stream, wo ich alle, wie viele fehlen uns denn noch? Ich muss mich gleich mal teleportieren, dann werde ich sehen. Wo wir alle Crocs einfach am Stück machen. Und da wird auch ein Video zu erscheinen. Richtig übertrieben lang. Wahrscheinlich so ein Video, was halt irgendwie 2 Stunden geht oder so, wo ich halt einfach alle Crocs sammle. Aber das wird auch, glaube ich, einen geilen Vibe haben. So ganzer filmmäßig. Player 5 einfach G. Digga, der Typ ist so krank, ne? Vor allem, der wirkt auch nicht so, also, ich weiß, wer es ist, so. Er zeigt sich auch, ne? Der zeigt sich auch, soweit ich weiß. Und ich finde bei ihm so interessant, dass er nicht so, weil es gibt so manche Speedrunner, bei denen du auch siehst, okay, bei denen siehst du einfach an, der Speedrunner. Bei denen siehst du einfach, yo, der macht den ganzen Tag nichts anderes, als in seinem Zimmer sitzen und diesen scheiß Run üben. Und er sieht irgendwie so aus wie so ein Casual, der einfach so nebenbei, ja, ich mach jetzt mal wieder einen Weltrekord. Bei dem sieht es alles so leicht aus, wisst ihr, wie ich meine? Zack, zack. Zack, zack, wunderbar. Noch 2 Ivarox, Alter. Noch 2 Ivarox. Wir haben fast geschafft, ey. Wir haben fast geschafft. So schön. So schön einfach. Jetzt fehlt uns noch der hier vorne, der Atze. Und dann der da oben direkt bei der Wurzel. Wie lange machst du heute? Bis wir das fertig haben. Bis wir jetzt hier noch die letzten 2 geholt haben. Pff, das war mutig. Das war sehr mutig, Alter. So, Link, wie schaut ein Ivarox von innen aus? Will ich vielleicht gar nicht wissen. Komm, Alter. Mein Gott. Zack, zack, zack. Drecksack. Kleiner Drecksack. So, da vorne ist er. Du kleiner Hund, Alter. Du kleiner Hund. Der wirklich, wirklich, walla, walla letzte, der allerletzte, okay? Oh. Digga, halt dein Maul. Wie kann man so viel Pech haben? Komm, weg mit dir. Zack, zack, zack. Schaff ich's noch, schaff ich's noch? Ich hab's noch geschafft. Ich hab es noch geschafft, Junge. Was auch immer hier gerade explodiert ist. Ich habe keine vernünftige Ahnung. Aber egal. Ihr habt's geschafft. Jetzt aber wirklich, Junge. Endlich alle Orden. Das hat viel zu lange gedauert. So, du Hund, Alter. Und jetzt übergroße Monster. Ja. 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 Krieg ich was dafür? Gar nichts. Nö. Nö, 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 Digga. Nee, Digga. Schmutz, Digga. Wir haben es endlich geschafft. Meine Güte. Ich habe fast 1000 Irrlichter. Starke Leistung. Was uns jetzt noch fehlt, sind einige Upgrades. Komm, machen wir die schnell. Was uns jetzt noch fehlt, sind viele, viele Upgrades, tatsächlich. Über 700 Crocs. Das Hyrule Handbuch. Rezepte theoretisch auch noch, wenn wir die machen wollen. Ich weiß noch nicht, ob wir die echt machen wollen. Und die ganzen Dumpster-Dinger sind halt eigentlich bös egal, ne? Ich denke echt, wir machen irgendwie echt alles. Aber es ist halt wirklich, wirklich Pain. Ich sag nur Sternsplitter, ja. Ja, Sternsplitter. Wird lustig. Okay, wir können zumindest 1 von diesen Pieces upgraden. Ich habe fast gar keine Kohle mehr, aber ich ich kann eine ganze Menge. Yes, ich kann eine ganze Menge upgraden. Sehr schön. Das muss ich echt mal fertig machen, dieses Set. Das Set muss ich wirklich mal fertig machen eigentlich. Oh, Freunde. Tut schon ein bisschen weh, aber egal. Seid solche Wichser, wirklich. Ich darf weiter Ivarox besiegen, alles klar. Ist in Ordnung. Komm, mach fertig. Ja, mach voll hier auf. So, war jetzt ein Feuerangriff, cool. Das wird jetzt Glutflügler. Digga, Glutflügler. Welcher Schwanz hat denn Glutflügler? Es ist doch... Niemand hat das. Niemand. Was soll das?
Was für Frostflügler? Was für Zitterflügler? Was soll das denn? Ich will das alles nicht mehr, Mann. Anscheinend fehlt mir noch das restliche Leibwache-Set. Ich hab's noch nicht gewusst bisher. Starke Leistung. Komm, Barbaren-Set, haben wir das wenigstens auf 2 Sterne dann vollständig? Ja. Mein Gott, wir haben endlich das Barbaren-Set auf 2 Sterne. Wenigstens etwas. Ist das bitter. Okay, wir gucken kurz mal Barbaren-Set wenigstens, ja. Wenigstens etwas. Was haben wir wieder? Aufladeangriff, Ausdauer. Ja. Man spart wieder 50%. Man spart wieder 50% Ausdauer bei Spin-Attacks und sowas. Das ist ganz gut, aber generell auch bessere Verteidigung. Jetzt haben wir endlich mal ein vernünftiges Set. Ein vernünftiges Angriffsset. Das ist doch schön. Einfach das Barbaren-Set. Ey, ich bin... Das Spiel bricht mich komplett. Das ist so ein unglaublich... Also ich habe noch nie so hart für ein Spiel gegrindet, dass man so viel Items farmen musste. Aber wir machen das fertig. Wir ziehen das durch, auch wenn es sich noch mal ein bisschen ziehen wird. Die Crocs gibt's beim nächsten Mal in einem riesigen XXL-Part. Die Brunnen müssen noch gemacht werden. Das ist... oh Gott, ich will gar nicht drüber nachdenken. Gut, wir speichern hier bei... Moment. 70,98%. Wieder kein Prozent vorangekommen. So haben wir das gern.